Ich bin gerade echt gespannt, was gleich noch alles passiert. Ach, Moment. Was bist du denn überhaupt? Leaded Splicer hatte ich leider schon. Egal. Wo gehe ich denn gerade hin? Obwohl meine körperlichen Kräfte schwinden, wirst du mich nicht besiegen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Fische. Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod und Verderben. Okay. Wo schießt was? Ach, da. Okay. Na dann. Ist das jetzt der finale Teil vom Spiel oder was? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das, obwohl, durch das Let's Play geht das schon ein bisschen. Hände hoch, Hände hoch! Du hast selber Hände hoch. Oh, nett. Soll ich hacken? Nee. Ich weiß wieder, wo ich bin. Au. Jetzt habe ich die Tür geöffnet. Endlich. Ja, ich bin bei meinem Ziel. Ist da jetzt Andrew Wein hinter? Ich weiß es nicht. Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung. Das bin ich selbst. Und das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt entweder in einen neuen Bereich oder direkt zu Andrew Wyan. Rapture Zentralsteuerung. Das hört sich doch schon nach einem finalen Kapitel an. Es war nicht unmöglich, Rapture auf den Meeresgrund zu bauen, bla bla bla. Speicherung läuft, wird das Gerät nicht ausschalten. Oha. Großer Raum. Ja, dann. Wyans Büro, ja, wir sind kurz vor Wyan. Geh zu Andrew Wyans Büro, da wäre ich jetzt auch ohne die Hilfe da nicht hingegangen. Seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen, du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit. Oh, hell. Oh, groß. Komm, mein Kind. Es gibt noch eine letzte Sache zu besprechen. Ist der Raum gerade schief? Gehen Bank brauche ich nicht. Uinvent. Beim Trinken von Alkohol, nein. Antiperson Pistolenkugeln. Warum nicht? Habe ich mir auch mal was gekraftet. Was ich gar nicht aufnehmen kann. Ist doch schon mal schön. Ja, der Raum steht schief.
Da geht's weiter. Das ist einfach nur geil gemacht. Einfach alles. Wo geht's denn hier hoch? Ach, nirgendwo hin. Auf der anderen Seite bestimmt so noch mehr. Ich sehe gar nichts, ey. Da. Ich gehe einfach mal gucken. Oh, hier ist sogar was. Moment, war hier oben noch was? Oh, jetzt leckt doch nicht so rum. Mann. Okay. Hier muss ich, glaube ich, hin. Moment, was war denn dann da unten? Hier, komm, ist die Tür zu? Oh, die Tür ist zu. Na, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als hier oben herzugehen. So. Fall ich runter? Ja. Hier liegt nochmal alles voller Sachen. Oh, das war, glaube ich, ein totes Welpen. Und noch eins. Fortgeschrittene Entwicklungscharge Nummer 111, Dr. Souchon, Kunde Fontaine Futuristics. Das Baby ist jetzt ein Jahr alt, wiegt 27 Kilogramm und hat die Muskulatur eines durchtrainierten 19-Jährigen. Oh. Die Ergebnisse sind enttäuschend. Jedoch innerhalb der zu erwartenden Toleranz. Okay, was für ein Baby? Oh, ich würde sagen, vorletzter Raum. Der Attentäter hat meine letzte Verteidigungslinie durchbrochen. Jetzt ist er hier, gekommen, um mich zu töten. Was unterscheidet letzten Endes einen freien Mann von einem Sklaven? Geld? Macht? Nein. Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Du glaubst, du hättest Erinnerungen? Die Farm? Die Familie? Das Flugzeug? Der Absturz? Und dann dieser Ort hier. Gab es wirklich eine Familie? Ist das Flugzeug abgestürzt? Oder wurde es entführt? War der Absturz Absicht? Wurde es von irgendjemandem gesteuert, der kein Mensch war? Von etwas, das durchs Leben schlafwandelt, bis es durch ein einfaches Kommando von seinem Meister aufgeweckt war? Wurde ein Mensch entsandt, um mich zu töten, oder ein Sklave? Der Freie hat die Wahl. Der Sklave gehorcht. Komm rein. Okay. Hi. Halt. Wärst du so freundlich, stehen zu bleiben? Wärst du so freundlich? Eine wirkungsvolle Redewendung. Kommt sie dir bekannt vor? Wärst du so freundlich? 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 Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Echt oft gesagt. Wärst du so freundlich, dich hinzusetzen? Wärst du so freundlich, aufzustehen? Zu rennen! Anzuhalten! Umzudrehen! Ein freier Mensch hat die Wahl. Ein Sklave gehorcht. Bin ich ein Sklave? Töte!
Der Freie hat die Wahl. Bin ich ein Sklave? Der Sklave gehorcht. Gehorche. Aua. Ich habe Andrew Vine getötet. Aber erstmal ohne Scheiß. Heißt das jetzt, dass... Oh, wie hieß der nochmal, der die ganze Zeit hier mir über Funk da alles sagt? Der heißt Atlas, oder? Nein, Atlas war das Portal. Egal, ihr wisst, wen ich meine. Ja, heißt das jetzt, dass er mich nur rumkommandiert hat und nicht wirklich ein Freund von mir ist? Oder was meint... Ich meine, klar, das wollte er mir wahrscheinlich nur einreden, aber... Irgendwie... Ach, ich weiß nicht. Ziele. Oh, sind da sehr viele. Oder hat's nur geleckt? Ne, ist wirklich so. Geld in der Lampe. Warum ist hier so ein Ding? Heißt es, es kommt ein Big Daddy? Ich hoffe nicht. Verbandskästen, immer wieder gerne. Wieder Champa. Ach, die muss man aktivieren erst. Oh, na dann. Dann muss ich wohl jetzt hier reingehen. Okay. Selbstzerstörungsunterbrecher. Doch, er ist Atlas. Ist er böse? Was? Was? Es ist an der Zeit, die Maskerade zu beenden. Es gibt keinen anderen Kleiner. Es hat nie einen gegeben. Was?